Hi, wir sind GoForIt, wir kommen aus Essen-Gladbeck, schön hier zu sein. Ich heiße Dominik und spiele Schlagzeug bei GoForIt. Hardcore. Harris, Gitarre. Sven, was Gitarre? Hi, ich bin Frank, ich mach die Stimme. Hardcore, Punk, darum geht's. We don't care about your money! Also beim ersten Konzert hatten wir das große Problem, dass wir von vornherein gesagt haben, in einem halben Jahr treten wir auf. Und von daher mussten wir uns echt dran halten, was Songwriting angeht und die ganzen Klamotten. Waren auch, ich denke, auch mal recht aufgeregt. So erster Auftritt irgendwie gleich irgendwie mit einer richtig dicken Band aus Berlin irgendwie. Wie ist die Nummer? Make it count, genau. Ja, das war schon echt so eine Sache, mussten wir uns echt dran halten. Irgendwie hat dann aber tatsächlich gerade so geklappt. Viele Bands sagen immer, die haben sich weiterentwickelt. Warum stimmt das? Mit dem Unterschied, da hat sich musikalisch dann alles schon ein bisschen melodischer, aber auch wirklich back to the topic, back to the old school days. CDs sind schon bereits gemacht. Also da draußen liegt eine EP rum, die man sich ganz günstig kaufen kann. T-Shirts haben wir am Start, Poster haben wir am Start, Aufkleber am Start. Also so eine kleine Merchandise-Liste haben wir schon dabei. Plus, es kommt jetzt ein Sampler in Bulgarien raus. Stay Strong heißt dann, glaube ich, ist die erste Auflage. Bloodclot Magazine, da kommt halt nochmal ein Track von der Reading Between the Frontlines MCD und dann gehen wir neue Sachen auf. Wann ist nicht geplant, ist auf jeden Fall geplant, das, nur wann steht da noch nicht. Wir sind eifrig dabei. Ich denke, was uns tatsächlich von vielen anderen Bands unterscheidet, ist, dass wir im Prinzip den Kram, den wir echt seit Jahren machen, ich weiß nicht, heute hier auf dieser Bühne im Prinzip auch schon wieder nachzulegen. Wir sind einfach wahnsinnig authentisch. Wir sind alle irgendwie seit 15 Jahren in einer Punkrock-Hardcore-Szene unterwegs. Wir haben alle in so vielen Bands vorher gespielt. Wir machen im Prinzip das, worauf wir Bock haben. Das ist halt der Unterschied zu anderen Bands, die irgendwie jetzt durch Emergencer oder weiß der Geier was nicht alles und irgendwie meinen, wir gucken mal, dass wir einen Einstieg ins Musikbusiness kriegen oder so. Darum geht's uns überhaupt nicht. Das ist scheißegal. Es geht nur um die Musik und um Auftritte. Einfach darum, Spaß zu haben, das war's. Also das ist uns allen bewusst, dass wir Randgruppenmusik machen, wo wir mal kein Geld verdienen. Und das ist auch nicht der Grund, um das nochmal zu unterstreichen. Wir kennen die Stadt, geil, Berlin, Dopsche. Ganz wichtig ist, wenn er Berlin kommt und nicht in Cortex geht, der hat echt mal verpasst. Das ist schon mal... Wie ist der schon? Ich glaube, Veggie Sunshine. Boah, großartiges vegetarisches Bio-Restaurant. Geistenburger der Stadt für Vegetarier. Großartig, wirklich. Und für die Nicht-Vegetarier geht zu Curry 36. Ja, zum Thema Veganismus, politische Einstellung im Hardcore an sich. Ich mache generell eigentlich nur politische Texte. Das heißt, ich befasse mich in den Texten sowohl mit Veganismus als auch mit der Straight-Edge-Szene, als auch mit der Hardcore-Szene an sich und der Entwicklung der Hardcore-Szene von damals bis heute. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass diese wichtigen Themen, die auch den Hardcore geprägt haben, mittlerweile so massiv an Wert verloren haben. Also es gibt eigentlich kaum noch Straight-Edge-Bands, es gibt kaum noch Bands, die von Tierrechten singen, sich mit der politischen Lage befassen in Deutschland zum Beispiel. Irgendwie, es geht größtenteils nur noch darum, irgendwie, welche Kappe die flachste ist, wer die größte Kette um den Hals hat. Ich meine, wir sind nicht in den 80ern bei BA, bei Records, ja? Was soll das? Ganz im Ernst. Also, ich finde es wichtig, irgendwie, dass man dazu steht, dass man für eine Meinung hat und die auch auf der Bühne präsentiert. Und wie gerade eben schon gesagt, wir sind eine Randgruppe. Das kommt nicht von irgendwoher. Und wir sollten definitiv zu der politischen
Situation in diesem Land auch was sagen können. Aber gerne noch dazu sagen, dass der Frank in seinen Texten jetzt nicht hingeht und einem plakativ aufs Auge drückt, mach so, mach so, mach so. Das ist schon alles so umschrieben, dass sich eigentlich jeder so seinen Teil selber denken kann. Also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, du darfst kein Fleisch essen, du darfst kein Alkohol trinken, du darfst nicht rauchen. So was machen wir nicht. Prost. Geht doch ganz klar darum, zum Beispiel, es geht auch ganz klar darum, die Straight-Edge-Szene an sich zum Beispiel ist zum Teil auch recht intolerant. Finde ich persönlich zum Beispiel nicht gut, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie viele Asher ich kennengelernt habe, die ganz klar sagen, ich will in meinem Freundeskreis keine Leute haben, die Bier trinken, ich will in meinem Freundeskreis keine haben, die rauchen, die Tiere essen, weiß der Geier was. Das geht gar nicht. Straight-Edge ist eine Sache, die man für sich selber macht, Vegetarismus ist eine Sache, die man für sich selber macht. Und Intoleranz bringt keinen von uns ein Gold weiter. Punk, darum geht's. Ne? Und das sind einfach Werte, die verloren gegangen sind. Die Kids hören die härteste Band, weil sie die cool finden, weil die irgendwelche Klamotten suggeriert bekommen, die mit fundierten Fakten überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Beschäftigen sich gar nicht mehr mit der Geschichte. Geht zu Shows, geht vor allen Dingen zu solchen Shows, zu kleinen Shows, nicht auf die dicken Dinger. Support your underground. Fertig. Wir gehen im Oktober, gehen wir für 3 Tage, fahren wir nach Dänemark und an der Stelle auch nochmal einen dicken Gruß an die Jungs von Strength und Straight to Your Face. Wir sehen uns auf jeden Fall in Dänemark. Okay. Bildet euch, macht was. Vor allem geht wählen. Kreuz im Kasten ist wichtig. Nehmt keine Drogen. Wer nicht will, will rechts. Drogen könnt ihr nehmen, ist mir doch egal.